Wir marschieren schon seit Stunden. Wir müssen schnelleren Schrittes gehen. Der Lichtkönig ist schutzlos ohne uns. Ich ließ viele meiner Krieger bei der Eiskrone, bevor ich mich auf die Suche nach euch machte, Todesritter. Sie werden die Stellung, solange sie können, halten. Sagt mir, wo sind all eure Leute? Sollten hier nicht Neruba sein? Untot oder wie auch immer? Das habe ich mich selbst schon gefragt. Etwas muss sie alle vertrieben haben. Wir haben's euch gezeigt, verfaulte Kadaver. Euch beobachten wir schon lange. Muradins Zwerge. Unmöglich. Bleibt denn gar niemand mehr tot? Wir ziehen durch dieses trostlose Land, seit ihr Muradin getötet habt und uns verfaulen ließt, Arthas. Unser Anführer Belgun brachte uns in die Ruinenstadt, damit wir überleben. Aber euch lassen wir keinesfalls herein. Wir haben keine Zeit für diese Spielchen. Saphiron, Angriff! Gut gemacht, mächtiger Saphiron. Ich wünschte, wir könnten euch mitnehmen. Doch die Tiefen der dunklen Erde sind kein Ort für euch. Die Zeit des Lichtkönigs wird knapp. Wir müssen uns beeilen. Zündet die Ladungen. Sprengt die Brücke, bevor sie herüberkommen. Nein! Haltet sie auf, bevor sie... Das war für Muradin. Nun kommt keiner mehr rüber. Es gibt andere Wege durch das Labyrinth, Todesritter. Wir finden einen anderen Weg. Ich erinnere mich an euch, Prinz des Bösen. Ihr habt den armen Muradin getötet. Kommt endlich darüber hinweg. Ich lasse euch nicht durch diese Tür, Verräter. Die jüngsten Beben haben dunkle Wesen unter dem Eis geweckt. Uralte, grässliche Wesen. Wir haben geschworen, sie eingesperrt zu lassen, wo sie sind. Wir gehen das Risiko ein, Zwerg. So oder so. Wir gehen durch diese Tür. Der Gestank hier drin ist schrecklich. Hier stimmt etwas nicht. Wenn die Geschichte des Zwergs stimmt, kann alles Mögliche in der Dunkelheit auf uns warten. Die Treppe führt ins Zentrum des alten Neruba-Reiches. Wir müssen vorsichtig sein. Auf jeden Fall. Ihr zuerst. Wir sind im alten Königreich angelangt. Seid wachsam, Todesritter. Was immer die Zwerge aufgeschreckt hat, lauert noch da unten. Das kann nicht sein. Ein Vergessener. Wehrt euch, Todesritter. Kämpft, wie ihr noch nie gekämpft habt. Wir können sie nicht alle überwinden. Rasch, Todesritter, die Treppe hinauf. Beeilt euch! Uns läuft die Zeit davon, Anubarak. Wie weit ist es zum Ausgang? Nicht weit. Wir sind im oberen Königreich angelangt. Der Ausgang sollte uns zum Fuß des Gletschers selbst führen. Aber wir müssen noch mit verborgenen Fallen und Gruben rechnen. In Deckung! Arthas! Der gesamte Durchgang ist eingestürzt. Wir haben keine Zeit, uns durchzugraben. Ich muss rasch handeln und selbst einen Weg hinausfinden. Hoffentlich haben Anubarak und die anderen überlebt. Anubarak! Ihr habt es geschafft! Nun wird mir klar, warum der Lichtkönig euch zu seinem Champion erkoren hat, Todesritter. Wenige Männer. Rasch jetzt, durch diese Tür hindurch. Dahinter liegt der Ausgang zur Oberfläche. Es wird schön, die Sonne wiederzusehen. Vergesst nicht,
Illidan und die wahre Schlacht warten in der Welt oben auf uns. Hoffentlich hat uns die Reise durch die dunkle Erde die bitter nötige Zeit verschafft. Wir haben es geschafft, Anubarak. Unsere Streitkräfte sind versammelt und warten. Seid gegrüßt, König Arthas. Ihr kommt gerade noch rechtzeitig. Illidans Naga und Blutelfenheere haben Stellung am Fuß des Gletschers bezogen und... Arthas, mein Champion. Endlich seid ihr gekommen. Meister? Ein Riss durchzieht mein Gefängnis, den Frostthron, und meine Energie entschwindet durch ihn. Darum haben eure Kräfte nachgelassen. Aber wie? Die Runenklinge Frostmourne war einst ebenfalls in diesem Thron eingeschlossen. Ich schob sie aus dem Eis, damit sie den Weg zu euch fände, um euch dann zu mir zu führen. So ist es geschehen. Wir sehen uns einer großen Gefahr gegenüber. Mein Schöpfer, der Dämonenlord Kil'jaeden, schickte seine Agenten her, um mich zu vernichten. Wenn sie den Frostthron vor euch erreichen, ist alles verloren. Die Geißel wird vergehen, nun aber schnell. Ich gebe euch alle Macht, die ich entbehren kann. Ich sah eine weitere Vision des Lichtkönigs. Er hat meine Kräfte wiederhergestellt. Nun weiß ich, was ich tun muss. Es wird Zeit, das Spiel zu beenden. Endgültig. Die Zeit läuft uns davon, Anubarak. Wir müssen vor Illidan in den Thronraum gelangen. Der Thronraum liegt in dem Eisgipfel in der Mitte des Tals. Man kann ihn nur öffnen, wenn man die vier verzauberten Obelisken aktiviert, die ihn umgeben. Illidans Streitmacht hat bei zweien davon bereits Schützengräben ausgehoben. Wir müssen sie zurücktreiben und die Obelisken selbst reaktivieren. Verzeiht, dass wir eure Meditation stören, Meister. Aber unsere Truppen sind alle vor Ort. Sobald die Kammer offen ist, werden wir den Frostthron wie versprochen zerstören. Dann ist die Zeit endlich gekommen. Nach dem heutigen Tag wird die Geißel ihr Ende finden. Könnt ihr mich da draußen hören, Arthas? Es ist das Ende. Illidan hat die Geißel lange genug verspottet. Es wird Zeit, dass wir ihn wieder Todesangst lehren. Wir haben es geschafft, Anubarak. Der Thronraum ist offen. Dies ist die Stunde der Geißel. Der Frostthron ist mein Dämon. Geht beiseite. Verlasst diese Welt und kommt niemals wieder. Falls doch, werde ich warten. Ich habe geschworen, ihn zu zerstören, Arthas. Und so muss es geschehen. Niemals!
den Befehl nicht ausführen. Belogen und die Söldner verraten, die für euch gekämpft haben. Bring die Klinge zurück und schließ den Kreis. Befreit mich aus diesem Gefängnis.